Ja, zur Navigation in Tabellen. Entweder klicke ich entsprechend mit dem Cursor in die einzelnen Zellen, wo ich hin muss, um was reinzuschreiben, je nachdem, oder zu löschen. Oder ich kann auch mich mit den Pfeiltasten hier entsprechend bewegen in der Kombination mit der Steuerungstaste und Pfeiltaste nach links. Bin ich in der linken oberen Zelle, wenn ich sage Steuerung, Pfeiltaste rechts, dann bin ich außerhalb unter der Tabelle und kann praktisch außerhalb der Tabelle weiterschreiben.